Liebhaber von allradgetriebenen Fahrzeugen kamen bei Österreichs größter Allradmesse auf dem Gelände der Zwei Eichen in Gaden im Wienerwald voll auf ihre Rechnung. Die Vielfalt an Ausstellern ließen das Allradherz von so manchen großen Buben höher schlagen. Auch wenn das ausgestellte Angebot an Offroadern und Zubehör gegenüber den Vorjahren etwas kleiner war. Trotzdem, Hits wie der Dodge Ram aus dem Hause Steinböck und andere US-Monster waren Highlights in Gaden. Aber auch heimische Produkte wie die Puch G-Palette von Estec kamen bei den Besuchern gut an. Mit dabei, wenn es um das Thema Allrad geht, speziell um Militärfahrzeuge, ist der Günther Stortnik aus Himberg mit seiner Firma Camo. Wir stehen hier vor einem Steirer 12 M18 Ex-Bundeswehrauto. Bei Camo kriegen Sie aber auch bis zum vierachsigen LKW, bis zum Dreiachser ÖAF, bis zum Jeep alles, was das militärische Herz begehrt. Herr Plattl, Sie sind hier auf der Allradmesse in Gaden vertreten. Hinter uns ein Steirer 12 M18 Ex-Bundeswehrauto mit größeren Rädern. Wie lange dauert sein Umbau und in welcher Preiskategorie bewegen wir uns da? Also der da hinten ausgestellte Umbau hat ungefähr 1800 Stunden gebraucht. Das Basisfahrzeug ist ein Steirer. Als Österreicher finde ich den Steirer als fantastisches Fahrzeug. Überdimensioniert, super Grundfahrzeug für Expeditionen. Und wir haben mal geschaut, dass wir moderne Technik mit dieser robusten Technik verbinden. Die Kabinen beginnen ab 20.000 Euro und das Fahrzeug dort hinten mit sämtlichen Techniken, mit Wasseraufbereitungssystemen, mit Energiemanagementsystemen bewegt sich bei 170.000 bis 180.000 nur der Aufbau. Herr Strutz, der Isuzu D-Max hat ja zwischenzeitlich auch in Österreich Furore unter den Pickups gemacht, sogar als Nutzfahrzeug. Ich bin hier mit Kipper. Ist eine Gemeinde oder Feuerwehr oder eine Einsatzorganisation ein echter Kunde für Sie? Absolut. Also bei uns geht es ja in erster Linie darum, dass wir die Autos sehr individuell ausstatten, eben auf Kundenbedürfnisse oder eben mit Rettungsorganisationen oder eben Gemeinden. Wie man es da ganz schön sieht, dieser Drei-Seiten-Kipper zusätzlich noch mit Aufsteckwänden. Mit Ihrem Fahrzeug sind Sie ja quasi der Leader, was die Schwere der Anhängerlast betrifft, mit 3,5 Tonnen. Braucht man da massive Umbauten dazu? Nein. Originale Anhängerkupplung, den E-Satz dazu, das war's. Der zivile Markt für Sie, man sieht auch hier am Stand einige D-Max beklebt mit Aufklebern, so auf Funcar. Ja, das ist jetzt die neue Richtung, in die wir gehen wollen. Die ersten Jahre haben wir uns jetzt natürlich konzentriert auf den wirklichen Pickup-Kunden, also auf den Gewerbetreibenden, wie gesagt Rettungsorganisationen und Gemeinden. Und jetzt gehen wir eben den nächsten Schritt mehr in den privaten Bereich und das kann man da natürlich mit Fahrradträger, wie wir es da jetzt so schön haben, und mit Beklebungen ganz gut realisieren. Vorsteuerabzugsfähigkeit für alle Fahrzeuge. Selbstverständlich. Neben zahlreichen neuen Modellen, die hier ihre Österreich-Premiere feierten, gab es auch auf dem Zubehörsektor jede Menge Neuigkeiten. Europas wichtigster Offroad-Geländewagen-Zubehörlieferant, Taubenreuther, war natürlich mit am Platz. Peter Taubenreuther in Österreich wieder vertreten auf der Allradmesse. Man sieht hier viele kommunale Instrumente für Fahrzeuge. Wie groß sind Sie im österreichischen Markt? Was bieten Sie alles an? Ja, wir haben eigentlich die Grundausstattung für alle Geländefahrzeuge, von der Seilwinde. Wir verändern die Fahrwerke, verbessern die, Unterfahrschutz. Bei den Pickups bieten wir die Schneepflüge dazu an, Streugeräte, Hardtops. Also wir sind ein Rundumanbieter in dem Bereich. Hyundai beweist heute hier in Gaden die Allradkompetenz. Welche Fahrzeuge haben Sie hier ausgestellt? Wir haben drei Hyundai-Fahrzeuge ausgestellt, die mit Allradsystem ausgestattet ist. Der bekannte Hyundai X35, den Hyundai Santa Fe und jetzt auch neu den Hyundai Grand Santa Fe, der Siebensitzer, den wir jetzt im Juli in Österreich eingeführt haben. Welche Zielgruppe sprechen Sie mit dem großen Grand Santa Fe nun an? Hier sprechen wir ganz speziell Freiberufler an, Kunden, die auf Qualität legen, die ein Premium-Fahrzeug kaufen möchten, aber auch zum leistbaren Preis, weil der Grand Santa Fe ist ein voll ausgestattetes Fahrzeug mit allen Ansprüchen zu einem leistbaren Preis und inklusive auch noch der 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Der Hyundai X35 ist ja Ihr Premium-SUV. Ist der jetzt prompt lieferbar? Der X35 ist prompt lieferbar und mit einem Einstiegspreis von 18.990 Euro ein klasse Preis-Leistungs-Verhältnis. Und es ist immer noch unser Top-Seller im SUV-Bereich. Frau Billinger, Ihr letztes SUV mit Allrad ist der S-Cross. Wie kommt er in Österreich an? Ja, sehr gut. Also wird sehr gut angenommen von unseren Kunden.
ist ja ein Auto, das im Prinzip vier in einem präsentiert. Also man kann es als Familienauto oder Firmenauto, als SUV verwenden. Es ist ein kompaktes Auto, das eigentlich alles bietet. Im Suzuki S-Cross gibt es ein ganz neues revolutionäres Allradsystem. Wie heißt es und was kann es? Wir haben das neue Allgrip-System verbaut, das revolutionäre Allradsystem im Suzuki S-Cross. Ein permanenter Allradsystem, der über einen Schalter vier verschiedene Fahrstufen abrufen kann. Nicht nur die Kraftverteilung wird beeinflusst, sondern auch das Motormanagement für die jeweilige Fahrsituation angepasst. Den kleinen Jimny wird es weitergeben? Denn unseren Klassiker werden wir weiter verbauen sozusagen. Seit 1998 setzen wir ihn erfolgreich ein und wir hoffen, dass wir nochmal den gleichen Zeitraum das Fahrzeug einsetzen können, unseren kleinen Alleskönner. Herr Hagel, wir stehen hier vor einem antiken Bogen. Wie weit spannt sich der Bogen Ihrer Allradpalette? Ja, wir haben hier zwei Modelle mit Allradantrieb ausgestellt. Das ist einerseits der kompakte Sportage und andererseits der große Kia Sorento. Gibt es ein spezielles Österreich-Angebot? Ja, zurzeit ist speziell das Sportage sehr attraktiv. Die Österreich-Edition bietet serienmäßig Navi, Rückfahrkamera, Tempomat und vieles mehr zu einem wirklich attraktiven Preis. Gerhard Lustig, der bekannteste Pfefferonehändler Österreichs aufgrund seiner Kommentare, die täglich oder wöchentlich ein paar Mal erscheinen in seinen Medien. Sie sind auch verantwortlich für das 4WD Printmagazin. Wie sehen Sie die Allradszene in Österreich? Der Allradmarkt ist natürlich auch etwas schwierig, aber er ist noch einer der Märkte, wo man sagen kann, da ist noch Entwicklungspotenzial drinnen und jetzt zeigt sich hier auch an der Teilnehmerzahl, dass diese Messe in Gaden wirklich das Interesse erweckt und wir können nur hoffen, dass das Wetter mitspielt. Sie bringen auch den Allradkatalog heraus, ein lückenloses Kompendium über das 4WD-Geschehen. Gibt es denn zu kaufen? Der Katalog ist natürlich überall in den einschlägigen Bezugspunkten zu beziehen und kann natürlich auch bei uns direkt im Verlag erworben werden. Entsprechend dem Namen ist es auch im Internet jederzeit abrufbar und auffindbar. Ein Highlight der diesjährigen Allradmesse war die selektive Offroad-Strecke. Für jene, die noch nie abseits des Asphalts unterwegs waren, mit Sicherheit ein beeindruckendes Erlebnis. Mit einem Profifahrer über Stock und Stein, durch Matsch und unwegsames Gelände und das teils mit beachtlicher Geschwindigkeit. Über ausgefahrene Waldwege mit heimtückischen Spurrinnen, in abenteuerlichen Schräglagen und durch tiefe Schlammlöcher. Mercedes G und Unimog waren neben dem Defender die Stars in der gatschigen Welt. Für die Teilnehmer ein Fahrerlebnis mit reichlich Adrenalin. Eines, das sie sicher nicht so schnell vergessen werden. Im Jahr 2016 soll die Messe wiederholt werden.